Carretera Austral in Patagonien. Sie gilt als eine der Traumrouten für wahre Abenteurer in Südamerika. Gelegen im sogenannten Großen Süden Chiles, handelt es sich bei der Carretera Austral um eine weitgehend unbefestigte Fernstraße, die von Puerto Montt im Norden über 1200 Kilometer bis ins entlegene Villa O'Higgins im Süden führt. Bis in die 70er Jahre war der Süden Chiles ausschließlich per Flugzeug oder Schiff zu erreichen. Die bekannte Panamericana führte nicht durch diese unwegsame Gegend, sondern über Argentinien nach Feuerland. Die Militärregierung unter Augusto Pinochet baute die Straße vor allem aus strategischen Gründen, um die Region gegenüber Argentinien zu sichern und ihre Souveränität zu gewährleisten. Heute ist die Carretera Austral wegen ihrer Unwegsamkeit, aber vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Landschaft von Fjorden, Gletschern und Gebirgszügen durchzogen ist, eine der reizvollsten des Kontinents. Zahlreiche Fjordquerungen, Urwälder, einer der besten Whitewater-Rafting-Flüsse weltweit, idyllische Buchten, Marmorhöhlen und atemberaubende Panoramen machen diesen Trip zu etwas Einzigartigem. Noch immer zählt diese Gegend zu den entlegensten und ursprünglichsten in Patagonien und ist daher unter Bikern und Radfahrern ein wahrer Geheimtipp. Da ich jedoch weder Fahrrad noch Motorrad zur Verfügung hatte, habe ich mich entschlossen, das Abenteuer Carretera Austral per Anhalter anzugehen, jedoch von Süden nach Norden und mit der zusätzlichen Herausforderung, meinen Startpunkt Villa O'Higgins per Wanderung und per Schiff zu erreichen. Folgt mir auf diesem über 1000 Kilometer langen Abenteuer in den nächsten Episoden. Hier lernt ihr tolle Charaktere kennen und seht einzigartige Landschaften. Bis bald!